Leute, alles klar. Du musst die Konsole filmen. Film die Konsole. Guckt euch mal die Konsole. Ja. Das ist kein NES, sondern ein Famicom. Ein Kennzeichen. Das ist der japanische NES. Und die Katie ist voll gut in Super Mario Bros. Ja, natürlich. Sie schießt sich durch in der Wache zu. Das ist ein Level 4 drin, so eine Frechheit. Das steht so. Immer hier draußen vor einem vor einer Karaoke-Bar. Und jeder kann damit spielen, der gerade lustig ist. Ja, genau. Das ist mitten auf der Straße. Das ist super. Hier gibt es, naja, nicht so viel. Nicht so viel, aber... Nicht so viel. Wir haben gesagt, Brot und Spiele. Spiele haben wir hier. Brot haben wir hier. Ein halbes großes Toast. Das Geilste ist, es sieht aus wie eine halbe Packung ungeschnittener Toast mit einem Eis drauf. Wir wissen nicht, was es ist. Vielleicht essen wir es irgendwann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur wirklich Brot ist. Diana und ich werden es irgendwann essen, genauso wie die schwarzen Eier. Ja. Wir werden alles probieren. Ja. Guck mal, hier gibt es auch lustige Zeigtaschen mit Gesichtern drauf. Ja, sieht aus wie der Schleim. Der von das sieht auch lecker aus. Ja, wenn es aussieht wie Schleim, dann muss es bestimmt Dragon lecker sein. Ja, der Fernseher ist auch noch ziemlich cool hier. Der Open-Air-Fernseher. Open-Air, wir werden hier gut unterhalten. Füllen mit oh ja, ja. Den gibt's ganz viele mit leeren Dosen. Das ist wahrscheinlich der reichste Pfandsammler von ganz Tokio. Ja, obwohl es hier keinen Dosenpfand gibt. Wahrscheinlich exportiert er den Scheiß. Ja, ja. Was bisher geschah? Wir sind von Osaka heute Morgen losgefahren, so mit dem Zug. Dann waren wir erst in einem falschen Zug. Das war ziemlich abgefuckt, weil plötzlich war alles reserviert. Das hieß, ja, Wagen 1 bis 5 ist voll frei. Dann gehen wir so, Wagen 5 reserviert. Gut. Ja. Alles klar, haben wir uns gedacht, 1 bis 5, gehen wir halt in Wagen 4. Lalalala. Oh, reserviert. Dann kam der Schaffner und hat gesagt, ey, ihr müsst hier raus, ihr Wichser. Chris war schuld, er hat den Schaffner gefragt. Ja, ich wollte fragen, ob es irgendwo unten reservierte Sitzplätze gibt. Und dann hat er geguckt, was ich für einen Pass habe. Und dann hat er uns rausgeschmissen. Ja, aber immerhin ohne, dass er Strafe zahlt. Ja, ohne Strafe, das war schon ganz fair. Ja, die Strafe wäre echt kacke gewesen. Das wäre nämlich der volle Fahrpreis gewesen von einer Million Dollar. Haben wir schon. Den ganz großen. Hm? Was ist der ganz große? Wow. Hey, voll übersehen. Das ist das größte Stück Toast. Happy Birthday. Den kriegst du, wenn du Geburtstag hast. Und das ist mit Sicherheit Butter. Ja, stimmt. Geil. Gestern Abend hat die Katrin ein Omelette bestellt mit einer Kugel Eis drauf. Naja, zumindest dachten wir, es wäre Eis. Vanilleeis. Ja, aber leider war dieses Omelette kam und es war halt Butter. Das war schon cool. Komm, den essen wir. Bitte nicht reinbeißen. Wir sind heute in Akihabara, schon wieder. Und leider haben jetzt die ganzen Geschäfte geschlossen. Es ist gerade 12 Uhr durch. Ja. Wir gehen nach Hause, machen morgen wieder ein bisschen mehr. Ich habe nichts gekauft heute. Ja. Katie hat was gekauft. Ich weiß noch nicht was. Ja, Katie zockt auch fleißig. Ja, ich habe auch eine Flasche Schnaps gekauft für meinen Hals. Der wird einfach nicht besser. Ja, und heute gab es auch Sake aus dem Tetra-Pack. Es wird jeden Tag besser. Das war echt übel. Ja. Ja, der Körper gewöhnt sich langsam dran. Ja. Die tägliche Dosis Alk. Wir müssten eigentlich jetzt noch euch die Unterkunft zeigen, die wir jetzt haben. Ach so, ja, aber die ist leider ein bisschen weg, so viel Zeit habt ihr nicht. Zumindest ist sie 10-mal besser als unsere letzte. Ja. Das stimmt, ja. Vielleicht kann ich euch die morgen zeigen. Ja. Oder nachher. Schauen wir mal. Ja, gut. Wir sehen uns. Ihr Hartgeldnutten, macht's gut. Yeah. Haut.